Und willkommen zurück zu Let's Play Land vs. Lato 2017. Letztes Mal bestimmt um die. Und auch ja, eine Seemaschine hieß es. Ja, wir müssen jetzt hier gerade einsehen oder einlassen. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen Dummheit gebaut, Scheiße gebaut. Ach ja, Z-Meter ist mittlerweile. Unser nächstes Ding wäre Pad zu kaufen, und zwar würde ich sagen Pad 19. Würde ich mal sagen. Jetzt mal ein Spiel beginnt. Nämlich, ja. 24 wäre. Was machen können wir mal gucken. 68039. Was ist das? 68039. Das hat immer. Das ist notiert. Nochmal die 60.000 investieren so. Sind wir Feld 4. Das sollte man lieber Feld 19 erstmal holen. Da ist die große Frage aller Fragen. Was weiter runter geht oder ob der jetzt dann feststeht, wenn wir. Oder ob er feststeht, wenn wir jetzt da Balken erreicht haben. Ob dann der tiefste Punkt ist. Das mal ausprobieren. Schau mal, sobald der Balken voll ist, ist auch der Preisdauer, den geht nicht mehr weiter runter geht. Eigentlich ist ein Robot dieses Dings. Scheiße. Ich würde sagen, Robot soll es sein. Habe ich jetzt einen schönen Flug letzte Folge? Ja? Oder dann ein bisschen weiter aus. Weil mehr geht. Ich habe gerade schon gedacht, dann ein bisschen weiter aus und nächstes Mal, aber geht ja. Auch rundfahren kann, 80 Stunden. Ja, vielleicht braucht man mal so schlecht. Ich brauche mich auch mit der Zeit. Sieht dann das so schön aus, aber beschissen.
würde sagen, das läuft doch. Ja, schon mal ist Halbzeit. Was ist das denn? Was ist das jetzt ein Gruppe oder so? Diese. Scheiß mit Dinger, die hat auch so ein Düngen verwendet werden kann. Egal. Ich finde auch, wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte. Oh Mann. Das ist alles nicht halb vom Feld. Hä? Ach ja. Wenn aber trotzdem weiter runter geht, bin ich unschluss glücklich soweit. Fahren, hast du schon noch gut machen. Weil da jetzt gar nicht so viel Dünger ist, aber Dinge für die Boden aufzulocken für die Pflanzen, die gesät worden sind, aber glaube ich einfach schon ernten zu sein. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Ich kann das nach der Aufnahme beachten wohl. Muss ich mal die Aufnahme reingucken. Nur zu klicken, Bilder zu googeln, schon mal Leser da stehen eigentlich, ne? Könnte vielleicht mal hilfreich sein. Könnte. Salabi. Das Leben. Aber eher 95, das ist billiger, glaube ich. Wenn man so hier gut anbaut, dann mal wieder einfach ein Einkommen mehr. Das ist auch wieder Ausgaben mehr, da schon mal da einzeln düngen müssen. Auch so eine Sache. Das für 6. Naja, scheiße, ich hätte mal aufschreiben sollen. Oh. 68039, das war es. Das war es, mehr kommt da nicht dran. So, dann schauen wir uns das Fett mal hier oben an. Nein, kein Radio. Wo ist Gustav Feld? Mein Reichwert wäre eigentlich schon annehmbar. Nur 5% heißt, man schließt sich bald nach. Nachfüllen. Ja, wir machen jetzt mal das Feld hier. Weil das müssen wir. Breit
tatsächlich absolut nicht. Ja, komm. Aber hier müssen wir noch was dran tun, damit wir den Preis nicht mitkriegen. Aber das wäre der nächste Fall, was wir uns holen würden. Wie Sojabohnen. Aber wenn man für den Anfang, um den Umgang mit dem Sojabohnen zu lernen, denke ich mal gut genug. Ich bin auch überlegen mit platzierbaren Objekten. Aber. Ah, das ist ein Stadt. Gut, ist halt realistisch und du musst halt die Sachen kaufen, aber der hält uns jetzt so weit weg leben würde, ne? Ja, schön. Ah ja, sauber ist anders. Könnte knapp hier werden. Ach, verdiente Geld geht direkt in Saatgut und Düngegut, ey. Scheiße. Das Zeit, die Polizei bei uns abgeht, ey. Dreck. Vor allem fehlt jetzt mal die Flecken hier. Ein bisschen geschludert. Scheiße, auf dem Zeltboden ist ein bisschen Arsch diesmal. Das kann einstellen, dass er hier nicht einfach so nachfragt. Noch ein Palettenholen, oder? Aber kann ich schon mal. Ach, ich glaube, ich habe da hinten noch ein Palette. Da müsste er noch einmal. Ja, war das schon. Okay, also das Geld, was man jetzt verdient, geht alles wieder in den
Scheiße, ey. Объекта. Schade, ja. Aha. Ganz mühsam, egal. So, du musst schon hin platzieren am besten. Platziere ich dich nicht am besten. Mineraldünger. Ist doch jetzt blöd, aber mit mehr Kosten ist scheißegal. Brauche ich jetzt da lang fahren oder da hinfahren? Jetzt müssen wir wirklich Missionen machen, ne? Das abwinken. Oh, ich habe noch so einen kleinen Hubbar, sehe ich gerade. Oh, wei, 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 wei. Da kann man werden. So, um mal ein bisschen vernünftiger zu fahren, hier ist da. Scheiß kleine Arbeitsbreite hier. Hat der keinen größeren Robber? Sau. Halleluja, ja. Aber es geht gut voran. Ich fahre ja 15 km/h, 16. Von daher war es dann eigentlich so weit akzeptabel. Klar, das ist nervig mit den Missionen, aber es muss sein, damit wir an unser Geld rankommen, sonst haben wir den Weg gearscht. Das ist halt so schön. Zeit ist um.
Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache gerade noch ein bisschen fertig hier. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Style. Ciao.